just close my eyes and think of you. When I'm sleeping with someone new, someone new. I can't help but stop my wondering if you do still feel the way I feel when somebody calls you back. Are you sleeping with someone new, someone new, someone? Ist ordentlich, sauber, Toiletten auch, ausreichend warmes Wasser, richtig, alles super. Hier gibt es auch einen Gefrierschrank oder sowas, Bügelzimmer. Waschmaschine, Trockner, 4 Euro. Das ist die Hauptstraße. Da muss man also reinfahren. Die Rezeption ist zurzeit im Hotel. Ich weiß es nicht, ob es in der Hauptsaison hier in dem kleinen Häuschen ist. Hier gibt es auch eine Entsorgungsstation. Frischwasser. Aber Frischwasser hat man auch direkt am Camper. Strom und so ist alles inklusive. Preise müsst ihr auf der Homepage gucken, ändert sich ja immer ein bisschen. Ah, da gibt es sogar einen Lageplan. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der Supermarkt ist zurzeit zu, aber frische Brötchen gibt es im Restaurant oder im Hotel. Ja, wir sind damals hier einfach reingefahren und haben uns auf die linke Seite gestellt. Dann kam schon einer raus und hat uns alles erklärt. Ist ja genügend Platz, wo man hier stehen kann. Ein Restaurant, da waren wir gestern auch essen, sehr lecker. Kann man auch Frühstück buchen, wenn man möchte. Wahrscheinlich, weil da oben ist ja noch wie eine Pension oder ein Hotel. Ist zugepackt. Also im See kann man leider nicht baden, das ist sehr
sumpfig, morastig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass so wenig Wasser im See ist. Der Pool ist beheizt. Das ist sehr schön. Da stehen wir an der Ecke. Gibt immer Frischwasserpunkte. Da werde ich nachher auch ein bisschen zapfen. Und man hat sogar einen Whirlpool hier liegen und so. Schirme kosten nichts extra. Strom ist auch vorhanden. Das war mein morgendlicher kleiner Rundgang.